Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Diablo 3 Reaper of Souls. Ja, ich hatte ein paar Probleme. Zuerst war der Server dann von Blizzard nicht mal der Launcher ging. Dann habe ich eine falsche Aufnahme gemacht. Fraps hat irgendwie völlig kaputt aufgenommen. Nur schwarz mit ein paar leuchtenden Sachen waren zu sehen. Dann bin ich jetzt auch Level 61 und dann hatte ich mehrmals Abstürze, Fehler 37, Fehler 3000 und irgendwas. Alles mögliche, also hätte auch kein guter Tag. Jetzt ist 4 und ich habe immer noch nichts aufgenommen. Ja, jetzt werde ich also hoffentlich aufnehmen können und wir schauen mal rein. Ja, ich habe nicht viel gefunden. Ich habe die Items vom Temperate wieder hier reingelegt. Was wir neu haben, ist hier ein durftiger Kern. Der macht recht viel Schaden, regeneriert viel Arkankraft. Und auch das Maximal Arkankraft ist höher. Dann haben wir eine gelehrte Säge. Eine seltene Axt, die extrem viel Damage macht, Vitalität hat und kein Haltbarkeitsverlust. Das ist doch mal schön. Sonst? Ja, ich weiß jetzt nicht, was neu ist sonst. Ich glaube, die Mütze ist noch neu. Ja. Okay, wir sind hier jetzt im Adventure-Mode. Ich weiß nicht, wie man den Akt wechselt. Da muss ich hier wieder neu anfangen. Hier gibt es so Ausrufezeichen, das sind die Quests, die wir machen müssen. Und ja, wenn wir alle haben, dann kommen wir in so einen Rift. Oder man muss irgendwie so Marken sammeln. Jetzt haben wir keine Marken mehr. Haben wir die Marken hier drin oder verlieren wir die? Das ist blöd, wenn man die verliert. Muss man die in einer Aufnahme durchmachen, oder was? Ja, okay, wir fangen einfach an. Ja, der redet jetzt hier nicht so anständiges Zeugs. Also wir machen es der Reihe nach da, 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 da und da. Also probieren es. Ah ja, ich habe ein neues Schild, eine Aura. Ja, Rüstung genommen, damit wir mehr Resistenzen haben. Weil wir haben schon genug Offensive. Wir müssen jetzt eigentlich nur noch auf die Defensive schauen. Weil das ist wahnsinnig. Ich hatte vorher ungefähr 20.000 gemacht und jetzt mache ich 60.000. Also, das ist gigantisch. Das ist einfach krass, wie schnell das es geht. Schon fast zu schnell, also. Ja. Wir müssen die Scirocco-Höhle suchen, dann betreten. Und select. Wieso leckt das? Fraps, nicht Probleme machen. Dankeschön. Die betreten und dort alle Gegner in der zweiten Ebene töten. Okay. Also, hier unten ist wahrscheinlich nichts mehr. Dann gehen wir oben weiter. Ja, der Angriff ist irgendwie ein bisschen langsam. Kann man der nicht irgendwie auf ein besseres wechseln? In einem kegelförmigen Bereich. Was? Lol. Den probieren wir gleich mal. Also hier geht nichts mehr. Wieso leckt das jetzt? Hey, jetzt hat Fraps so gut aufgenommen, jetzt muss Fraps wieder lecken. Das nervt. Damit habt ihr nicht gerechnet, oder? Wir wechseln wieder. Machtbogen. Erzeugt Blitzladungen, die Gegner durchschlagen und ihnen 140
Schaden. Energieaffinität nicht so gut. Aber wäre gut als Generator. Klingenbarriere. Geschoss. Sucher. 211, der ist gut. Gletschernadel. Ist fast schon besser. Probieren wir mal Gletschernadel aus. Ja, ist halt gegen einzelne Gegner. Also Gegner in der Umgebung. Aber passt eigentlich zu unserer Eis-Zauberin. Und wir haben hier noch die Eishydra. Ja, danke schön fürs Ziehen. Das brauche ich aber nicht. Kannst du wieder weggehen. Danke. So. Aber wir benutzen sowieso fast immer, wenn wir können, die Frostspeere. So. Ach, ihr habt doch keine Chance. Geht alle weg. Oh, Wahrsagewaffe. Das ist ja mal geil. Natürlich nehmen wir den. Was denn sonst? Sieht auch noch gut aus. Ja, hier unten ist wahrscheinlich nichts. Ja, ein paar Gegner. Und sonst leider nichts. Ja, ich habe meine Zauberin ja am Anfang von der fehlgeschlagenen Aufnahme ungefähr in grün. Sie war ganz grün und jetzt ist sie schon wieder fast andersfarbig. Das heilt sofort, also es regeneriert sich sofort wieder. So, ist von geil. Also wenn wir das richtig spammen können, wir erhöhen am besten die Angriffsgeschwindigkeit. Dann ist das, wird das immer schneller. Also der Ablauf, also nicht nur die Cast Speed, also so wie schnell sie casten kann, sondern auch wie schnell sie dich Frostkugel bewegt und so. Das ist richtig cool. Habe ich mal getestet mit einer schnellen Waffe und es geht wirklich, also. Das ist gut gemacht von Blizzard. Bei Path of Exile ist es glaube ich nicht so. Da werden nicht mal die Geschoss-Ding schneller. Da muss man ein extra Attribut auf den Items haben. Erhöhte Geschossgeschwindigkeit. Aber hier geht alles durch die Angriffsgeschwindigkeit, das ist. Recht nett. Also wir müssen wahrscheinlich den Pfeil einfach folgen. Aber ich habe hier mal ein bisschen andere Sachen geschaut. Hier kann man sicher irgendwo ein Event vorfinden. Da müssen wir schauen. Hm. Hallo? Event? Hier hoch? Okay. Ah, das ist die mit der Kiste, seid okay. Ihr von Sinnen? Ihr solltet nicht hier sein. Dort unten ist eine Schatzkiste. Haltet mir den Rücken frei, während ich sie heraufhole. Danach können wir uns die Beute teilen. Oh. Macht euch bereit. Ich hole sie jetzt hoch. Kannst nicht von unten hochgehen. Sie klemmt. Ich brauche etwas Zeit, um das zu beheben.
Ja, mach doch. Auf die Gegner muss ich nicht warten, die besiege ich sowieso so schnell. Können alle auf einmal kommen. Die Mütze sieht so cool aus. Ja, von Grund auf war die rot. Infernales Färbemittel. In Diablo 2 habe ich mich auch immer bunt angezogen. Da habe ich extra manchmal blaue und grüne Stiefel und so gesammelt. Und auch roter Helme. Da hatte ich so ein... was war das? Großer Helm. Mit den großen Hörnern. Jetzt ist es oben. Diese Helm habe ich ganz rot gehabt und ich war so cool mit dem Barbaren dann. Hui. Dankeschön für die Quest. Was haben wir für Items? Wieder ein Cube, der sogar noch besser ist. Okay, gut. Dann machen wir mal weiter. Ja, jetzt müssen wir hier rein. Da gehen wir auch rein. Ah, mein Headset ist sowas von klein. Da bekomme ich immer Ohrenschmerzen vom Drucken über. Ich habe es voll ausgefahren, also das ist kein Problem. Aber es ist immer noch so extrem eng. Für kleine Babyköpfe, ja. Aber nicht für große Fußballer und Kampfsportlerköpfe und so. Und natürlich Einsteinköpfe. Ich wärme mich gerade erst auf. Einstein hatte auch einen relativ großen Kopf, obwohl er klein war. Er hätte wahrscheinlich auch Probleme mit einem Headset gehabt. Also wir müssen eigentlich nur in die zweite Ebene durchgehen. Und dort alle Gegner besiegen. Nach den Ding abwarten, diesen Arkan-Laser. Die machen recht viel Schaden. Es gab mal ein Update, da war der Arcane Laser völlig verbuggt. Da musste man nur ein einziges Mal getroffen werden von einem Arcane Laser und man war dann eigentlich tot. Es war ein sehr frühes Update, ich weiß es nicht. Wann es war, aber es war richtig eklig. Ich als sowieso Offensivspielender bin dann immer wieder mausetot. Ohne dass ich gecheckt habe, was jetzt passiert ist. Vor allem, weil die Gegner dazu mal noch die Laser direkt auf dem Charakter gespawnt haben. Habt ihr das gesehen? Und das ist dann wirklich eklig. Huiuiui. Schlange, geh weg. So, wo ist denn der Eingang? Cool, ein Set-Zauberstab. Den kenne ich irgendwie, Sonnenfeuer oder so heißt der. Ah nein, das ist nicht der. Das ist Chantots Wille. 1516 Schaden. Oh Gott. 4500 Leben pro getötetem Gegner. Das ist ja Wahnsinn. Aber die Set-Bonus sind nicht so gut, ob es sind auch nur zwei Teile vom Set. Das ist immer episch. So geil. Was ist denn das? Atem des Todes.
Ist das nicht das Teil, das man braucht, um die Dinge abzugraden, die Schmiede und so? Oh cool. Yeah, wir kommen vorwärts. Wahrscheinlich werde ich... Ich werde wahrscheinlich den Mystiker upgraden. Nein, das ist nicht so wichtig. Die Schmiede. Ja. Die Schmiede. Oder? Ich weiß nicht, ich muss dann noch mir das überlegen. Muss zuerst mal die Werte sehen, was so erhöht wird. Oder ich bewahre es mal auf und ihr könnt dann mir sagen, was am besten wäre. Ich wäre überaus dankbar, wenn jemand mir ein paar Tipps geben könnte und einfach mal mir die Zeit abnehmen könnte beim Suchen, weil ich ja nicht mehr so viel Zeit habe, leider. Ja. Solche Leute werden immer wieder gern gesehen. Aber bitte nicht spölen, wenn ich mal ein Spiel spiele, wo nicht so... ja, wo halt auf Story beruht. Ihr müsst mir keine Story-Tipps geben oder so. Aber so lasse ich mich auch nicht spoilern. So. Also wenn jemand spoilert, dann kann ich auch einfach ignorieren und einfach nicht anschauen oder so. So, wir haben den Auftrag beendet. Wir haben 5.800.000 Erfahrung bekommen. Und ein Marquis Topas, das ist wahrscheinlich die nächst höhere Stufe. Hier haben wir zum Beispiel eine sehr gute Rüstung mit 3 Sockel. Hier ein Speer. Boah, was geht denn da ab? Das ist ja krass. Was wir für Sachen finden. Das ist so sowas von cool. Wir werden sowas von beschenkt. So, der Marquis machen wir dorthin. Das Zeugs auch. Und die Sachen legen wir hin. Ich muss dann noch einen Muli machen. Wir haben alles voll. Also, Ausbildung. Wir brauchen 5 für den. Shit. Da brauchen wir einen. Und hier drüben. Hey, verehrte Dame. Ich habe ein paar neue Waren. Ihr solltet sie euch mal ansehen. Hier drüben brauchen wir auch einen. Verzauberung für Ring freigeschaltet. Ja, da brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Wir machen hier. Nicht reden. Ja, dann halt herstellen. Rakis Wachen Ausrüstung. So, schauen wir mal die neuen Sachen an. Wir brauchen einen Arkanstaub. Wir brauchen 40 Arkanstaub. Da müssen wir magische Waffen zertrümmern. Okay. Dann machen wir mal hier. Zertrümmern wir diese Sachen. Ja, wir bekommen Triebe. Kristalle. So, wir haben hier alles voll. Ja, die kleinen können wir dann fortschmeißen. Easy. Jetzt haben wir die. Jetzt machen wir die stechenden Winden. Was müssen wir hier machen? Befreit den von Gassim gefangenen Seelen. Ach, ihr nervt. Ich habe nicht genug Arkankraft.
Ein machtvoller Gegner ist gefallen. Hier drinnen? Oder wo? Hier ist nichts. Hier ist auch kein Pfeil. Wie fühlt sich das an? Die stechenden Winden. Okay. Unglaublich, wie gut ich bin. Ich könnte jetzt eigentlich den Schwierigkeitsgrad wieder erhöhen. Bei der anderen Aufnahme war es noch ein bisschen zu schwer, aber jetzt haben wir sowieso OP-Items. Die nehmen wir mit, wir brauchen ja diese Essenzen da. Müsste eigentlich hier sein. Hier auf diesem Berg da. Ja, ich wärme mich auch auf. Ich wärme den Mund auf zum Reden. Ah, hier, ja. Ja, ja. Okay, wir gehen rein. Rein. So. Oh Gott. Was ist denn das für ein... Also, der Derwischfürst. Schon fertig. Marquis Rubin. Und hier. Ein Nichts. Wow. Das sieht geil aus. Plus 62 Stärke. Das wäre gut was für den Tempelritter. Oder für den Barbaren. Quest ist fertig. Aber das ist gar nicht... Das ist da gar nicht diese Quest. Aha. Wir müssen irgendwo anders noch den finden. Hier unten. Sieben auf einem Streich. Oder hier oben in der Höhle. Wenn man keine Ortsangabe hat, ist es schwer. Aha. Hä? Der castet immer wieder neue... Ah, das sind die Illusionisten. Die werden immer vier Spiegelbilder machen, die falsch sind und dann einfach verschwinden. Boah, der ist einfach spektakulär, aber nicht stark, wenn er einen Illusionist hat. Und wir hatten nochmals ein Atem des Todes. Cool. Alle tausend Jahre, wenn die Sterne eine bestimmte Konstellation eingenommen haben, öffnet sich ein Zugang in diese Ruinen, jedoch nur für kurze Zeit. Gerüchten zufolge befindet sich in den Tiefen ein Schatz. Findet ihn schnell, oder ihr werdet sterben, wenn sich das Verlies für ein weiteres Zeitalter schließt. Ja, toll. Wagen wir es mal. Wir sind so schnell. Haha. Zeitbegrenzte Dungeon. Naja, wir bleiben nicht hier drin, sondern wir werden wieder austeleportiert, wenn wir es nicht schaffen. Ja, das ist ein actiongeladener Dungeon. Da ist nix. Ah, ich hasse die... Eure
Flieher. Albtraumhafte Gegner. So, wir müssen irgendwo hier auf die Seite gehen. Da. Haben wir noch Zeit? Ja, ja. Wir laufen jetzt einfach durch. Ihr wagt es, mich anzugreifen? Schwer zu finden. Noch die Hälfte, ja, ein bisschen mehr als die Hälfte. Wir haben es gefunden, also können wir noch ein bisschen hier bleiben und Gegner besiegen. Wir müssen dann erst rein, wenn wir, ja, wenn die Zeit halt abläuft. Ah, eben, wir kommen hier wieder raus dann. Wenn wir es nicht geschafft hätten. Ah, wir haben es geschafft, okay. Gewölbeschatzkammer. Ui, ui, ui. Aufmachen, aufmachen, aufmachen und ein Brunnen der Reflexion. So. Heilungsbrunnen wäre auch noch da. Toll. Aber brauchen wir nicht. Was haben wir sonst noch hier? Nichts Gescheites. Also, aber die Quest haben wir immer noch nicht. Aha, die Quest ist dort unten. Wie kommt man da hin? Ah, wir müssen zurücklaufen. Ja, sagt mich doch das jemand. Wenigstens ist jetzt der Pfeil da. Okay. Ein Dämonenkopf ist doch für den Witch Doctor. Oh nein. Okay. Der Wagen. Ragdoll-Physik.